Also ich bin heute im 60. Hungertag und mein Konzept ist ein ganz einfaches. Ich will ja nicht sterben. Sterben wollen, genau. Ich nehme ja nicht den höheren Mächten die Arbeit ab, ne? Oder wem immer, oder dem Sensenmann oder sowas. Das ist was ganz anderes. Aber das Hartz-IV-System zieht seine ganze Kraft aus der Todesangst der Menschen. Und mein Ding ist, wenn ich wirklich dagegen agieren will, dann muss ich davon frei sein. Sonst bin ich erpressbar und oder verführbar. Das ist der Punkt. Ja, und dafür habe ich gesorgt. Also das geht mental natürlich auf der einen Seite, und aber auch in der Gruppe und in der Familie und überall. Genau. Ja, also fühlst du dich auch entsprechend? Ja, total. Ja. Also weil was vom Jobcenter kommt, kann ich nur lachen. Und gehe auf keinen Fall darauf ein, jedenfalls nicht, bevor die auf meine Forderungen eingehen. Genau. Und was könnten wir so als Außenstehende machen, damit du endlich mal wieder mal was Schöneres oder nee, was geschmacklich anderes als Wasser zu nehmen kannst? Ich habe ja noch immer was. Ich habe diese Essensmarken vom Jobcenter aufgedrängt gekriegt, und wenn du möchtest, kannst du auch was davon essen. Das, aber zum Thema Geschmack, es ist genauso geschmacklos wie alles, was vom Jobcenter kommt. Das habe ich zum letzten Mal in meiner Jugend gemacht. Papier gerissen. Naja, so ungefähr. Krass. Aber, also ich... Das ist wie die Oblate in der Kirche. Überreicht von Sankt Bös. Sanktionieren heißt ja heilig sprechen. Aber ich hab's geschluckt. Oh, ich darf's nicht schlucken, weil mein Magen-Darm-Trakt ruhig gestellt ist durch das lange Hungern. Wenn ich das schlucken würde, gäbe es riesige Probleme. Ah, okay. Ja, klar, da kannst du dran in den Kopf gehen. Also ich darf das nur auslutschen. Ja. Leicht nehmen tue ich es nicht, weil ich kämpfe natürlich auch um mein Überleben. Ja. Also nein, ich gar nicht ums Überleben, sondern ich habe eine Aufgabe entwickelt. Und die wäre jetzt noch nicht gut, wenn ich sterbe, ganz einfach. Deswegen mache ich dem Jobcenter Angebote, und zwar ganz niedrigschwellig, also gar nicht hoch. Also ja. Ich sage nur zum Beispiel, Sanktionen im Jobcenter haben die Aufgabe, die Leute zum Arbeitsmarkt zu führen. Das ist bei mir ausgeschlossen, dass sie mich zum Arbeitsmarkt führen können, weil ich das System für verfassungswidrig halte, und meine Arbeit besteht darin, dieses System wieder zu heilen, sozusagen. Ne? Okay. Wenn ich also von denen Jobangeboten kriege, dann sage ich immer, ich würde wahnsinnig gerne wieder Erwerbsarbeit machen, aber ihr wisst, meine Aufgabe ist, euch wieder in den Rahmen der Verfassung zu gliedern, und ihr seid so sperrig, damit bin ich noch voll beschäftigt, ich habe keine Zeit für eine andere Arbeit, ich kriege eine Sanktion. Damit ist aber geklärt, dass eine Sanktion mich nicht dazu führen kann, in den Arbeitsmarkt zu gehen, also Geld zu verdienen, das ja. ist geklärt. Und damit ist jede Anwendung einer Sanktion auf mich von vornherein falsch, weil das ist der Auftrag der Sanktionen, die Leute zum Arbeitsmarkt zu führen. Und damit taucht etwas auf, was man in der Chirurgie vielleicht kennt. Ein Chirurg darf jemandem nur den Bauch aufschneiden, wenn eine Heilbehandlung damit beabsichtigt ist. Richtig, sonst und ist Körperverletzung. Möglich ist. Sonst ist es Körperverletzung oder ja. Mord. Ja. Ja. Und wenn die mir eine Sanktion geben, wo ganz klar ist, die Heilbehandlung in dem Sinne ist nicht möglich, weil ich sicher nicht zum Arbeitsmarkt gehe, sondern nur noch mehr dagegen ankämpfe, damit ist es unmöglich, eigentlich mir eine Sanktion zu geben. Es gibt einen Schikaneparagrafen, Paragraph 226 Bürgerliches Gesetzbuch, da steht drin, ein Gesetz darf nicht angewendet werden, wenn es nicht zum Ziel führt und nur Schikane ausübt. Dann darf selbst ein Gesetz nicht angewendet werden. Und das gebe ich denen rüber. Da gibt es ganz viele Arten von Rechtsprechung. Es gibt es in jedem. Ja. Und das reiche ich denen rüber und verlange jetzt, dass sie mit den Sanktionen endlich aufhören. Ne? Ja. Das ist ein niedrigschwelliges, im System bestehendes Angebot. An. Vorgestern war Gesine Schwan bei mir. Ja. Hat gesagt, sie glaube nicht, dass ich auf diesem Weg das Gesetz kippen kann. Nee, das kann ich sicher nicht. Aber auf dem Weg kann ich die Sanktionen abschaffen und mein Überleben sichern. Ja. Und das Thema, dass man in Hartz IV zu Tode gebracht wird, wenn man nicht bedingungslos mitmacht, das kann ich auch öffentlich machen auf diesem Wege. Ne? So ist das der Moment. Also, wenn ich sterben wollte, würde ich kein Angebot machen, aber ich mache ja Angebote. Ja, ja. Und es liegt bei Ihnen. Also es liegt nicht bei mir, ob ich überlege, es liegt bei Ihnen. Ich schreibe denen dann auch, der Jobcenter-Mitarbeiterin, die mir auf der einen Seite leid tut, auf der anderen Seite sind wir immer persönlich für das verantwortlich, was wir tun, egal richtig. Was wir tun. Ja.
immer, menschlich gesehen immer. Natürlich. Ich habe lange im Krankenhaus gearbeitet, 18 Jahre, und es gab Situationen, wo ich gegen einen Arzt stand und dann musste ich entscheiden, was ich mache. Zweimal habe ich gegen einen Arzt revoltiert und in beiden Fällen hat es dazu gebracht, dass der Arzt seinen Job verloren hat, nicht ich. Aber es war natürlich auch Messers Schneide und die Pflicht hat man immer als Mensch. So in der Richtung muss man denken und ich nehme sie natürlich persönlich und sage, mein Leben liegt jetzt ganz in ihrer Hand. Das ist schwierig auszuhalten für Mitarbeiter. Natürlich. Aber da wird es denen bewusst. Im Krankenhaus ist es auch so. Natürlich. Ja. Das heißt nicht, dass ich sterben will, sondern das heißt, mein Leben liegt jetzt ganz in deren Hand. Genau. Ich bin gespannt, wie sie damit umgehen. Und wie können wir jetzt so als Unterstützer tatsächlich helfen? Ja, durch so Filmen verteilen, die Informationen verteilen, die Webseiten verlinken und immer begleiten und natürlich an Jobcenter schreiben, an die Jobcenter schreiben, an die Ministerien schreiben und sagen, was macht ihr da für Quatsch? Ne? Ja. Das ist wirklich das Einzige, was geht. Was hilft? Ja, klar. Ja, klar. Jetzt eine Revolution hier auszurufen, ist irgendwie ist schwer möglich. Ja, ja, ja. Ja. Wobei das hier ein sehr geschichtsträchtiger Platz ist. Hm? Hinter mir ist das Adlon, das teuerste Hotel in Europa, Symbol des, ich will mal sagen, ungebremsten Reichtums. Vor mir ist das Brandenburger Tor, als Symbol fallender Mauern inzwischen. Und deswegen ist ganz wichtig, zwischen mir, was auf der anderen Seite ist, hinter dem Brandenburger Tor, ich gucke hier direkt auf die Siegessäule. Das ist immer meine Meditation. Wenn es mir hier schlecht geht, gucke ich auf die Siegessäule und sage, ich will siegen, nicht sterben. Zwischen Siegessäule und mir ist die Straße des 17. Juni. 17. Juni ist Revolte in der DDR. Die fährt genau auf der Platz, auf der anderen Seite von hier aus gesehen, des Brandenburger Tors, ist der Platz des 18. März. Revolution in Deutschland zur Zeit der Französischen Revolution, Geburtsstunde gewissermaßen der republikanischen Bewegung hier. Und wir sind hier auf dem Pariser Platz, Paris als Geburtsstätte der Französischen Revolution schlechthin. Verstehst du? Und hier sitze ich mit meinem Tisch. Dieser Tisch ist das Tischlein deck dich. Hier auf dem Tisch steht genau das drauf, was mir Kraft bringt. Wenn hier Schweineschnitzelstunden oder irgendwas, ne, würde meine politische Kraft absinken, weil hier nur Wasser steht. Das ist das Einzige, was dem Sanktionierten noch zusteht. Wächst meine politische Kraft mit jedem Tag, den ich hier sitze. Und die politische Kraft, die hier erwächst, ist der Knüppel aus dem Sack. Und den hau ich denen demnächst so richtig auf die Eier. Und dann, wenn das geklappt hat, gibt es die Verteilung des Reichtums von oben nach unten. Dann gibt es den Goldesel. Prickleprick für alle. Weil im besten Falle bedingungsloses Grundeinkommen. So ist die Symbolkraft der Geschichte. Und mein Name ist Bös und das Böse setzt sich immer durch seit Anfang aller Zeiten. Das ist das. So ungefähr ist die Symbolik und deswegen ist das hier genau der richtige Platz. Genau in der richtigen Situation. Ja, das war jetzt Märchenstunde aller Ralf Bös. Du darfst es hier. Wer davon haben will, muss immer mal wieder reingucken. Genau. Vorne sind die Kreuze. Das sind die Kreuze für die ganzen Toten und sowas. Das muss man mal sehen, die Hartz-IV-Toten. Es gibt ja mehr Hartz-IV-Tote, als es Mauertote in der DDR gegeben hat. In der DDR hat man aber nicht über die Mauertoten geredet. Und hier redet man nicht über die Hartz-IV-Toten. Das wird Aufgabe späterer Hartz-IV-Gedenkstätten sein, die Sache wirklich ins Licht zu bringen, mit den Namen der Mitarbeiter und allem drum und dran. Ne? Das kommt ja dann alles. Da arbeiten wir ja dran nach und nach. Ne? Und mein Wort ist hier, ich bin der erste Harzer, der in der Öffentlichkeit stirbt, wenn es drauf ankommt. Also der so hier stirbt, vor dem Insignium des Reichtums und so weiter und so fort. Ja, ja, so sieht's aus. Und das hat natürlich seinen Symbolwert. Mhm. Okay. Ich kriege da ja sicher auch ein nettes Kreuz. Nee? Aber geklärt ist, dass ich einen Baum kriege. Freunde, danke. Der musste mich jetzt aushalten. Tut mir leid. Er hat das endlich bestimmt, nicht ich.